Das ist ja nichts. Also ich bin breit. Noch breit. Sommer November. November haben wir. So, aber ich kann nichts angreifen, weil ich immer noch Zeug belagere. Oh, ich verlor Kriegsgrund gegen Neuspanien. Oh, die 13 Kolonien gibt es ja noch. Wie praktisch. Kann man diese Provinz bitte einnehmen? Bitte nehmen Sie doch ein. Ja, komm schon. Hallo? Was machst du? Weiß nicht, Verbindung zum Spieler getrennt. Was? Kilian. Ach, Kilian, was machst du denn? Kilian? Hallo? Ich glaube, er ist disconnected. Ach, läuft doch alles. Kann ich das jetzt speichern oder lohnt sich das nicht? Ne, lohnt sich nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich speichere. Obwohl. Ja, doch, ich speichere das. Wir haben ein paar, eine Minute oder so haben wir gespielt. Ja, wir haben einen ganzen Monat geschafft. Mhm. Das ist der spannende Teil, EU4. Ist mein PC abgestürzt. Was? Aha. Du musst es immer gleich übertreiben, Spanien, ha? Kannst dich nicht einmal beherrschen. Jetzt mal Blue Screen. Blue Screen für die Welt. Aber du bist doch gelb. Ich wollte gerade sagen, das ist ja gar nicht blau. Also das ist, Yellow Screen oder was? Ja. Mhm. Wo ist denn das? Liegt nur daran, weil wir die alte Version spielen müssen. Es gibt auch keinen, der die gleiche Version spielt. Alle sind mindestens 1,32. Ich hoste einfach mein eigenes Spiel. Mit 256 Spielen. Warte mal, man kann doch mehrere Spiele einem Land zuweisen, oder? Ja. Kann man auch 256 Spiele ein Land spielen lassen? Boah, keine Ahnung, geht vielleicht theoretisch sogar auch so. Weil die dann alle machen im Land. Oh, wow. Da kann ja jeder eine Truppe spielen. Dann beginnst du mit deinem Einprovinzler, oder wie? Jo. Haben wir schon mal irgendwann eine Multiplayer-Runde von EU4 zu Ende gespielt? Die... Also wir beide, ja. Die mehr als zwei Spieler hatte? Soll ich mal den Spielstand laden? So, ja. Das mach ich gleich. Ich denke mir schon. Hey. Das mit dem Neuanfang war nicht so ernst gemeint. Nee? Nee. Nicht in der Version. Eine Überlegung, welches Land du dann nehmen würdest? Bei der nächsten Runde? Ja. Uff.
Was, ist schon irgendwas belegt? Nee, ist noch nichts belegt. Ich hätte ja mal Lust, Litauen zu spielen. Litauen? Ja. Ja, so schmeckst du dir eigentlich nicht. Hab ich noch nie gespielt, würde mich immer mal interessieren. Ich spiel Polen. Nee. Polen ist leichter als Litauen. Ich weiß nicht, wie ist das mit den Events? Also ich weiß, dass man als Polen ein Event bekommt, dass man Litauen als Juniorpartner bekommt. Wie ist das, wenn Litauen von den Menschen besetzt ist? Ist das nicht anders? Oh, keine Ahnung. Nee, du machst schön, was ich dir sag. Ich nehme Ungarn und überrenne Polen. Ende. Nee, ich muss Böhmen nehmen, dafür schützt mich Österreich, wenn mich Polen angreifen will. Aber niemand beschützt Polen, wenn ich angreife. Ja, aber ich glaube, Litauen würde ich mal so nehmen. Also ich weiß nicht, was die anderen noch nehmen. Nicht, dass dann Polen und Moskau plötzlich besetzt sind und ich irgendwie von zwei Seiten angegriffen werde. Aber also Mamelucken kann ich empfehlen. Also lief ganz gut. Gut, ich habe jetzt nicht von Anfang an gespielt, aber ich glaube, das geht trotzdem ganz gut. Ja, Dänemark geht im Prinzip auch ganz gut, so mit zwei großen Mächten. Im Prinzip schon, ja. Aber Dänemark kannst du halt auch Pech haben, ne? Sag ich jetzt mal so. Du, irgendwie fehlt noch einer. Ja, ich weiß nicht, ob er keine Lust hat. Ja, ich komm schon. Ach, jetzt habe ich mich vertippt, oder? Ja, das Passwort ist nicht so lang. Brauchst du noch eine Einladung? Nee, das hilft gerade nicht. Das gut. Jetzt muss er erst überlegen, was könnte das Problem sein? Passwort ist falsch, aber ich muss doch das Zahnrädchen drehen. Das müssen mindestens 10 Umdrehungen sein. Hallo, das ist ein modernes Spiel, das geht nicht so schnell wie bei alten Spielen. Ja komm, wann ist die Sanduhr oft genug umdreht? Oh. Ich merke schon, das Passwort ist zu kompliziert. Die Paradox-Lobbys sind aber auch so eine Sache manchmal. Ne, immerhin muss man nicht wie bei Crusader Kings 2 jedes Mal das Spiel beenden und neu starten, wenn man die Multiplayer-Runde verlassen hat und neu starten will. Ach, wir könnten mal Crusader Kings 3 ausprobieren. Habe ich nicht. Und darum soll ich ausprobieren. Hä? Hey? Was? Jeder kauft sich das und dann probieren wir es aus. Nee, lass mal. Ich habe ja noch nicht mal richtig Herz auf Allen 4 gelernt. Und das Spiel habe ich jetzt auch schon eine Weile. Muss immer wieder spielen. Es soll besser sein, auf jeden Fall. Ja, gut, also. Crusader Kings 2 ist auch schon so eine mittlere Katastrophe teilweise. Ich habe mir mal Victoria 2 angeguckt. Junge, ich habe überhaupt nichts verstanden. Ja, jedes Paradox hat so seine eigenen. Aber Victoria 2 hatte nur bis jetzt das komplexeste Wirtschaftssystem von deren Strategie spielen zu haben. Ich weiß nicht. Wirtschaft ist so langweilig. Ich habe nur gesehen, dass man Großdeutschland gründen muss und dann alles überrennt, aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Stellaris habe ich mal angespielt. Ja. Und Stellaris wollen sie wieder umkrempeln. Das gesamte Spiel. Haben sie das nicht schon mal gemacht? Ja, jetzt machen sie es nochmal. Ich erfahre, das ist nochmal umkrempeln. Also alles, was du gelernt hast, kannst du wieder neu lernen in Stellaris. Ich hab's nicht. Ich hab's mal angespielt. Von daher passt schon. So.
hergestellt. Und mal sehen, wie viele Minuten wir diesmal spielen können. Einen Tag. Gott. Ja, wo ist denn jetzt der Krieg? Da. Ich habe den Krieg gefunden. Hast du den Krieg gefunden? Okay, dann kannst du losgehen. Na dann. So, kann ich jetzt bitte mal diese Festung einnehmen? Das erstmal nicht. So. Los geht's. So, wir können einen vielleicht gleich rausdrücken, so wenn ich diese Festung endlich eingenommen habe. Wirtschaftliche Entwicklung. Sagst du dann Bescheid, wenn es soweit ist, ne? Ja, gucken wir mal. Ich bin ja leider nicht die KI, die dann immer von minus 20 auf 100% springt. Schade. Ich wäre es gerne, aber nie. Das nächste Mal spielen mit Japan liegt in Europa Mod. Ja, was? Jetzt habe ich mal irgendwo gesehen, da hat jemand Japan genommen und nach da neben England geschoben. Zwischen England und Frankreich irgendwie lag das da in dieser Wasser. Jetzt kommen hier aber alle her, oder? Nee. Also bei mir stehen noch. Oh, jetzt doch. Jetzt ziehen sie ab so langsam. Uff. Okay. Du machst das schon. Ja, es wird aber knapp. Wir können gleich einen rausdrücken, vielleicht endlich mal. Ich zieh da lieber nochmal ans Deckel, ne? Es wird mir sonst zu knapp. Weil da kommen auch nochmal 30. Oh Gott, das wird. Was machst du? Ho, ich bin der feindliche Armeehauptmann. Alter Schwede. Ah doch, müsste ich schaffen. So, kann ich diese Festung jetzt bitte mal einnehmen? Das wäre schön. Oh. Lustig war das aber nicht. Ist auch nicht zum Lachen, das ist Krieg. Ja. Ich verstehe schon. So, nehme ich sie jetzt ein. Komm, nimm sie ein. Lebensmittelknappheit. Was ist kaputt? Ich nehme diese scheiß Festung hier ein. Mansaur. Schmanzack. Oh, jetzt ist abgezogen. Kann ich mir die Festung von dir zurückerobern? Der hat schon wieder los hier. Brauchst du Hilfe? Weiß nicht. Versuch mal Frieden mit Bamanis. Und guck mal, ob du mir Mansau geben kannst. Mansaur. Die hätte ich gerne. Amanis, Frieden verhandeln. Mansau, ja, kannst du haben. Ja, dann können wir die raus. Du kannst auch noch hier. Da habe ich keine Verbindung dazu. Nasi könntest du auch haben. Da habe ich aber keine Verbindung zu. Also willst du nicht haben. Gut. Nein, nur Mansau. Wie auch immer man das ausspricht. Ansonsten.
Kriegsreparation, Geld, nimm Geld. Ja. Und Rest. Genau. Machst du deinen Vasallen? Kann ich das, wenn du das eine nimmst und ich den Rest dann als Vasall? Müsste noch gegen normal gehen. Müsste jetzt kein Grund, warum das nicht geht. Geht jetzt nicht. Ja, ist egal. Kriegsreparation, Handel, Einfluss, geht nicht. Gut. Geld. Haben wir alles? Haben wir alles. So, sind wir schon mal irgendwie... Ja, also ich habe Pause gemacht. Genau. So. Also ich würde ganz gerne den Krieg da gewinnen. Das wäre... Ich komme ja schon. Die Schlacht, meine ich. Ich weiß leider nicht, wo du bist. Ich sehe nämlich das Gebiet nicht. Scheiße. Aber ihr seid froh, Bahmanis hat nochmal über 30.000 da stehen, die auch schon nach oben geeilt sind. Ja. So. Ich habe meine belagerte Feste mal wieder eingenommen. Scheiße. Und jetzt sehe ich nichts mehr. Ich sehe halt nichts. Also wenn die noch ankommen, könnte ich es noch schaffen, aber sonst sieht das schlecht aus. Kannst du Gewaltmarsch machen. Ja, was ist das? Noch nie gemacht. Das bei deinen Truppen, da hast du irgendwo so einen Fuß. Wenn du auf die Armee klickst, und da ist Gewaltmarsch. Ich weiß nicht, ob du das machen kannst. Ist schon zu spät. Nee, die Fähigkeit ist ein verbesserter Gewaltmarsch. Uff, scheiße. Ja. Scheiße. Ja, jetzt sind wir bei plus 37%, jetzt entspann dich mal. Oder hat sich gerade alles bei dir aufgelöst? Nee, noch nicht alles. War schon so ein bisschen was, ja. Delfino, ähnlich kompetent wie die KI. Ja, wenn die alle auf einmal kommen, also damit rechne ich auch nicht. Was hast du denn da wieder eingenommen, versucht einzunehmen? Na hier. Samana heißt das. Da haben wir gekämpft. So, wie viel habe ich noch? Da unten noch. Also, ja. Nicht mehr viel. Ich weiß nicht mal, wo du gekämpft hast. Ich sehe das nicht mal. Nee, das siehst du auch nicht. Alter Schwede. Es waren 200 Truppen, die gegen mich waren. Uff. Ist Killian noch da? Das sagt nichts mehr. Also, er ist noch da. Schon da. Ich war mir nicht sicher, vielleicht bist du wieder gegangen. Soll ich schon Frieden machen? Wirst du doch wissen. Warte mal. Ja, gut, du hast ja auch noch ein bisschen, aber. Was sagt denn Bengalen so? Ja, die hat noch gerade angegriffen, die sind voll dabei. Solange da noch hoch steht bei Kriegsenthusiasmus. Ja. Das könnte ich halt machen, ein bisschen. Viel geht da aber nicht. Wie fährst du dann? 40? Also mein Rekrutenserver ist 170.000. Problem ist, ich kann halt nur schlecht wegfliehen vor denen mit meinen Stacks. Ja. Aber ich könnte halt Gurs Hauptstadt vielleicht noch besetzen, also auch keine Festung und nichts. Das bringt nochmal gut Punkte, würde ich sagen. Ja, versuchen wir es ein bisschen weiter. Ich glaube, da geht noch was. Muss mich nur ein bisschen erholen, sag ich mal. Der Fino wird sich gleich auflösen nach dem Krieg. Osmane greift dich auch nach dem Krieg direkt mal an. Das glaube ich nicht. Er hat schon vielleicht plus 10. Er hat schon plus 10, der Osmane. Beziehung verbessern hier. Osmane, ich hab dich lieb. Mhm.
So, erstmal den. Erstmal Nagao einnehmen da. Ich arbeite an Nagao, wie auch immer. Da steht zum Glück keine große Festung drauf, nur so ein kleines Scheißding. Das ist nur ihre Hauptstadt, da muss man ja nicht eine Festung draufstellen. Nationalisten. Was soll denn das? Mach mal weg hier. Stinkenden Franzosen haben sie hier oben. Wie können sie es wagen?